Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Donnerstag, 23.59 Uhr, wir sind wieder back, so wie Samra seit, ich glaube jetzt, 6 Wochen regelmäßig released, zusammen mit Bojan und Anonym. Samra, Draufgänger Junge, produced by Lukas Piano und Greco. Okay, lang nicht mehr gelesen, oder? Weil auf einmal letzter Song auch von ihm produced worden, weiß ich gerade nicht. Ich würde sagen, gehen wir kurz in die Infobox, so wie wir es immer machen, und dann starten wir. Haben produced, haben wir schon gesagt. Mix ist von Bizarre. Mastering bei Bizarre. Der muss ich direkt bei Bizarre und Jokef, denke ich direkt an die Samra und Kapital-Songs, ey. Ja, Mann. Ein On-Air Berlin Filmproduktion. Eine, warum sage ich ein? Okay. Grafikdesign bei Calentura. Ich glaube, die letzten auch, ne? Okay. Wir reagieren drauf, Samra ist am Start. Let's go. Okay, let's go. Yeah. Okay, da stand direkt was Interessantes. Directed by Sergen und Samra. Mhm. Okay. Ich weiß nicht, in was es für eine Richtung einschlagen wird. Bis jetzt hat man nicht viel gehört, ne? Könnte aggressiv sein, könnte auch deep sein. Von daher, gib ihm. Flexibel, prima Ballerina. Und sie liest die Bibel auf Cannabis Sativa. Ich sehe arrogant aus, sie steht auf mein Standmaul. Ich hab sie durchschaut, ich hol einfach so den Schwanz raus. Okay. Digga, diese Location kommt mir so bekannt vor. Ja gut, aber Kapi und Samra haben oft in so Locations gedreht. Aber an irgendeinen Song erinnert es mich gerade. An einem Song mit Kapi war das aber keine Ahnung, Digga. Den jetzt zu erraten ist auch eine Meisterleistung. Zombie. Boah, wenn's der ist, ne, dann bin ich krass. Oder Hurrikan, scheiß drauf. So den Schwanz raus, ra. Schüsse fallen, Blut und Wasser auf der Regenjacke. Töte ich wie der Stift in meiner Federmappe. Und ich mach es, weil ich muss, Digga. Und diese West. Tödlich? Tödlich wie der Stift in meiner Federmappe? Was? Oder. Hab ich mich da gerade verhört? Ja. Vielleicht habe ich mich verhört. Wenn nicht, dann war das jetzt nicht so ein cooler Vergleich. Aber hören wir weiter. Ist nicht weiß, sondern schusssicher. Und wir ballern mit der Heckler. Catalea ist der Name. Grün, gelb, lila ist die Farbe. Gürtel von Versace. Ticke auf der Straße. Aber ich muss euch jetzt schon direkt sagen: Der Beat hat mich jetzt vom Anfang. Guck mal, wir haben gerade mal 40 Sekunden gehört. Und frisch am Anfang noch, und der Beat hat mich jetzt schon hat mich gepackt. Also Lukas Piano ist seinem Namen echt treu, weil er ballert geile Piano-Beats. Digitale Waage, Bunker stehen in der Garage. Bin ein Draufgänger, Junge, 45er Block. Raub mit der Wumme, 45er Glock. Staub in der Lunge, weg. Hä, an was erinnert das denn gerade? Lol. Entweder gab es dazu eine Hörprobe oder es erinnert gerade an einen übertrieben bekannten Samra-Song. Goldjunge? Goldjunge? Nee, oder? Glock, Staub in der Lunge wegen 40er Ort. Wallah, ihr könnt alle kommen, doch ich fürchte nur Gott. Bin ein Draufgänger, Junge, 45er Block. Raub mit der Wumme, 45er Glock. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, bis jetzt geht das klar. Also bis jetzt geht das voll klar. Ich sehe es auch hier, ne, 3 Minuten 45. Eine Länge, die man so von den, ja, Deutschrappern jetzt nicht so gewohnt ist, aber okay. Finde ich gut. Staub in der Lunge wegen 40er Ort. Wallah, ihr könnt alle kommen, doch ich fürchte nur Gott. Und ich rolle in einem Benzer, Assi hinterm Lenkrad. Lauf auf jedem Sender Nummer 1. Assi, Assi wie in Venedig. Irgendein Einstieg von Samra da war das. Naja, gut. Aber ich sag euch ganz ehrlich, aktuell die Hook kommt mir irgendwo bekannt vor. Kann sein, dass er es auf Insta kann ich ja sogar auch direkt mal abchecken. Vielleicht hat er dazu eine Hörprobe gemacht und wir haben uns das irgendwie mal bei einem Hörproben-Video mit reingezogen. Ich kann ja nebenbei gucken.
grad. Lauf auf jedem Sender Nummer 1 in den Trendcharts. Wir machen den Bankjob, Jacke ist Chicago. Kettenraucher Cardio, Bretter im Galado. Hass auf meine Ex. Okay, nee, also, weiß ich grad nicht. Nee, weiß ich nicht. Okay. Nichtsdestotrotz. Ja, hören wir erstmal weiter. Hab jetzt gerade nicht so richtig zugehört. Aber er hat was von Ex und Galado gesagt, also nichts Krasses verpasst. Galado, Hass auf meine Ex, gib mir Aspirin-Komplex. 20 Mille in der Tasche, ich verballer sie für Sex. 95er Porsche, 911 Turbo S. Meine Welt voller Stress, doch die Fake. Ah, Digga, der Beat ist böse. Sehr, 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 sehr schöner Beat. Und Samra, finde ich, passt auch gerade. Passt auch gerade drauf. Ja. Ich hätte mir was sehr, sehr Aggressives natürlich gewünscht, ne? Ich bin ein Rohdiamant, Digga. Ne, sowas. Oder, ja. Hätte ich mir sehr, sehr gerne gewünscht. Trotzdem finde ich, geht der Sound mehr als nur klar. Sie glänzt rar. Frag nicht, wie lange dieses Sickig dauert. Ja, Bitch, ich bin randvoll mit Whisky sauer. Asozial, mach die Scheiße, weil ich muss. Auf die Krümel, die vom Rand fallen, hab ich keine Lust. Denn ich bin. Okay. Okay, gehen wir nochmal zurück, dann war's das jetzt mit dem zweiten Part. Der Beat hat irgendwie so Oldschool-Vibes. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt darauf komme. Ich kann es jetzt an keinem festen Beispiel festmachen, aber irgendwie der Beat hat so Oldschool-Vibes. Gefällt mir. Na gut, jetzt gucken wir mal hier nochmal. Richtung Pre-Hook, ne? Da sind wir gerade. Keine Lust, denn ich bin ein Draufgänger, Junge, 45er Block. Raub mit der Wumme, 45er Glock. Schraub in der Lunge wegen 40er Ort. Wallah, ihr könnt alle. Denn ich bin ein gottverdammter Rohdiamant, wie Stallone in den 80s. Roadrunner, Videoclips, Shows und das Geld fließt. Keine Ahnung, nee, aber ich mag den Einstieg von ihm. Ich mag den Einstieg und. Ja, wie ich schon gerade gesagt habe, ich glaube, zu meiner Meinung, was die Hook betrifft, wird sich nichts ändern, aber lass uns weiterhören. Lass uns nochmal die Hook einmal hören hier. Alle kommen, doch ich fürchte nur Gott, bin ein Draufgänger, Junge, 45er Block. Raub mit der Wumme, 45er Glock. Schraub in der Lunge wegen 40er Ort. Also ich lasse das jetzt alles außen vor, mit Samra bringt jede Woche einen Song und das hört sich alles ähnlich an und so. Ich bewerte gerade einfach nur diesen Song und für mich geht die Hook klar. Und ein Ohrwurm-Potenzial ist meiner Meinung nach da. Also für meinen Geschmack ja. Von daher geht doch klar, Alter. Wegen 40er Ort, wallah, ihr könnt alle kommen, doch ich fürchte nur Gott. Ich bin ein Draufgänger, Junge. Raub mit der Wumme. Stopp. Na okay, wird kritisch, wenn Samra ruhig macht und so ein bisschen mehr auf Singen geht, wird sehr, sehr kritisch, weil, bei dem letzten Song jetzt auch gab es so eine Stelle, die ich dann so gar nicht gefühlt habe. War das Schockstarre? Ja, naja. Aber gucken mal, vielleicht hört sich das ja hier gut an. In der Lunge, wallah, ihr könnt alle kommen, doch ich fürchte nur Gott, ich bin ein Draufgänger, Junge. Raub mit der Wumme. Ja. Ist jetzt keine Stelle, die ich übertrieben feier, aber was man positiv reden kann, ist auf jeden Fall, dass das für sehr, sehr schöne Abwechslung sorgt. Vor allem, weil die Drums mal kurz weg sind, das Piano ganz ruhig wird, seine Stimme sich dem anpasst. Ja. Staub in der Lunge, wallah, ihr könnt alle kommen, doch ich fürchte nur Gott. Und so wie wir alle Samra kennen, wissen wir, nach einer ruhigen Pre-Hook oder einer ruhigen Stelle muss noch einmal die Hook mit Drums und Piano voll reinkommen. So wie, ich weiß nicht, ob es jetzt kommt. Denn ich bin ein Draufgänger, Junge, 45er Block. Raub mit der Wumme, 45er Glock. Schraub in der Lunge wegen 40er Ort. Wallah, ihr könnt. Ja, Digga, ich muss sagen, mir gefällt die Hook. Ich weiß nicht wieso, aber ich höre irgendwie so den alten Samra so ein bisschen raus. Ich höre so den alten Samra etwas da raus. Gefällt mir. Doch, Digga. Finde ich kann. Hat mir jetzt besser gefallen als Schockstarre, Canada Goose. Was kam denn noch alles von Samra? Weiß ich nicht. Aber fand ich jetzt besser als die letzten Releases von ihm. Ghetto-Gemälde. Ich fand das jetzt besser. Ist meine Meinung. Alle kommen, doch ich fürchte nur Gott. Bin ein Draufgänger, Junge, 45er Block. Raub mit der Wumme, 45er Glock. Schraub in der Lunge wegen 40er Ort.
Okay, also Katalea Edition, die sind auf jeden Fall fleißig am Rausballern. Ich finde es auch gut, dass sie sich, ja, dass die routiniert vorgehen. Halt, jetzt Samra hat einen Song gebracht, jetzt vor einer Woche war es noch Bojan mit Casey und Lune, heißt nächste Woche müsste es dann anonym sein. So, dadurch hörst du diesen einen, den einen Künstler alle 3 Wochen. Von daher passt es, die sind echt aktiv ja, am Rausbringen. Läuft. Ihr könnt alle kommen, doch ich fürchte nur Gott. Okay. Digga, das erinnert mich gerade auch an irgendeine Stelle von Samra. Von einem Samra-Song. Ich weiß es nicht. Der dreht ja überall an den gleichen Orten, kann das sein? War hier nicht sogar Fick ein 30er? Okay. Naja, gut. Samra muss neue Spots suchen. Okay, ich weiß jetzt nicht, was jetzt auf uns zukommt. Wo waren wir? Waren wir bei 50? Naja. Okay, ja gut. Also haben wir jetzt nur noch Outro und... Was ist das? Okay, da kommt irgendwas noch. Ich lass mich jetzt mal nicht spoilern. Ich weiß wirklich nicht, was. Ich habe das jetzt da nicht jetzt drauf geachtet. Okay, da kommt wirklich sogar noch was. Wir haben einen abrupten Beatwechsel, Übergang zu einer ganz, ganz anderen Piano-Melodie. Das ist wahrscheinlich der Übergang. Nee. Ich denke nicht, dass Samra 2 Songs released hat, so wie jetzt, ich sag mal, Luciano letztens, sondern vielleicht der nächste Song, so eine Ankündigung davon, ne? Aber Junge, das hört sich wieder nach Lukas Piano an. Also ich sag mal so, aktuell Lukas Piano, was Piano-Sachen, Piano-Beats betreffen, macht er gut. Macht er einfach gut, gefällt mir. Aber immer noch keine Ahnung, was da jetzt auf uns zukommt gerade. Okay, das war's. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja gut. Wenn ihr mehr wisst, dann schreibt's in die Kommentare. Ich guck ganz kurz nochmal runter. Ob hier vielleicht was steht, ist ja meistens der Fall dann. Nee, okay, das war's. Macht's gut, Leute. Passt auf euch auf und haut rein. Ciao.